als Teenager hatte ich eine Brosche mit genau diesem Metallnackedei, das ich später in einem ganz alten Bestand gefunden habe. Und immer wollte ich was draus machen und nie ist mir eingefallen, was ich machen soll, bis ich diese Handschuhe gefunden habe. Und Handschuhe und das Nackedei ergibt für mich Burlesque, ganz klar. Ja, und dann war das der Anfang, dann kam der Pudel dazu, die Schleifchen und Steinchen und alles in rosa und schwarz. Finde ich sowieso völlig abgefahren, weil es genau zur Unterwäsche passt, also diese schwarze Unterwäsche mit den rosa Schleifchen oder umgekehrt. Ja, und ich finde, man sollte diesen Schmuck zu seiner Unterwäsche tragen. Also, da haben wir Medaillons genommen, mini kleine Blümchen aus Metall, kleine Pudelchen, dieses Nackedei, von dem wir gesprochen haben. Und das Ganze wurde zusammen mit Schlangenketten, weil ich finde, die fallen eben so weich wie ein Stofffeld oder so. Und haben das dann zusammengefügt in Einzelarbeit und daraus liebevolle Elemente gemacht, die wiederum kombiniert und da entstand der Schmuck draus. Und der Schmuck erzählt so ein bisschen eine Geschichte.